Opi? Opi, kannst du mir vielleicht eine Geschichte von früher erzählen? Ja, sicherlich. Sicherlich, Dominik, das mache ich. Opi, ich heiße doch Daniel. Ja, selbstverständlich, David, selbstverständlich erzähle ich dir eine Geschichte von damals. Also, das war so gewesen, die Situation vor dem Krieg, nicht? Also, die war... Das war vor 7 Jahren. Seitdem haben wir den Daniel nicht mehr gesehen. Zeitzeugen sind heute in besonderem Maße präsent. Sie dürfen bei offiziellen Gedenkveranstaltungen nicht fehlen, treten in Fernsehdokumentationen auf, sprechen vor Schulklassen und so weiter. Waren sie früher vor allem beim Erinnern an die Gräueltaten des Nationalsozialismus omnipräsent, treten in jüngster Zeit auch andere Themen wie die DDR verstärkt ins Zentrum des Zeitzeugeneinsatzes. Was aber ist ein Zeitzeuge und warum ist er im geschichtskulturellen Erinnerungsbereich so beliebt? Bei der Kulturtechnik des Zeugnisablegens handelt es sich um eine sozial gerahmte Hervorbringung von Erinnerungen für einen Adressaten. Ein wesentliches Kriterium für Zeugenschaft im engeren Sinne ist, dass die jeweilige Person das Geschehen, von dem sie anderen berichtet, selbst erlebt hat. Im Idealfall hat ein Zeitzeuge also sowohl theoretisch als auch praktisch die Geschichte live miterlebt. Er soll von seinen Erlebnissen berichten und diese Erinnerungen als in Anführungsstrichen richtig bestätigen. Bei den Inhalten, von denen Zeitzeugen berichten, handelt es sich tatsächlich in vielen Fällen um vorbereitete Vorträge, mit denen manche gar auf Vortragstour gehen. Genau hier liegt der Grund, warum Zeitzeugen in der Geschichtskultur so beliebt sind. Sie passen in eine bestimmte Art, sich als Gesellschaft an Geschichte zu erinnern. Damit dienen sie als Vorzeigesubjekte dafür, dass unsere Gedenktage, Jubiläen oder Ausstellungen zu Recht Teil unserer Gesellschaft sind. Eine sehr gute Idee, lieber Dieter. Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Die habe ich schon so oft erzählt, kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Der Himmel, musst du dir vorstellen, der Himmel war so rot wie noch nie zuvor. Und die Tauben haben das schon damals angekündigt. Opa, jetzt lass gut sein, okay? Auch wenn Zeitzeugen und die Beschäftigung mit Geschichte durch Zeitzeugenbefragung, Oral History genannt, eine super Möglichkeit sind, etwas aus erster Hand von vermeintlich kleinen Leuten zu erfahren, muss man allerdings auch vorsichtig sein. Nicht gänzlich unbegründet kursiert in der Geschichtswissenschaft der Spruch, der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers. Was ein Zeitzeuge erzählt, wird oftmals leicht für bare Münze genommen und wenig hinterfragt. Dabei ist die Erinnerung etwas grundlegend Subjektives. Je weiter man selbst von einem Ereignis entfernt steht, umso eher neigt man dazu, Tatsachen wegzulassen, zu verharmlosen oder zu übersteigern. Gerade bei denjenigen Zeitzeugen, die mit ihren Vorträgen auf Tour gehen, wird aus der Erinnerung gerne ein literarisch aufgehübschter, heroisierender oder dramatisierender Tatenbericht. Darum lautet eine goldene Regel, sich bei der Befragung von Zeitzeugen vorab über den geschichtlichen Hintergrund zu informieren, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und gezielte, nicht komplett offene Fragen zu stellen. Also Opa, jetzt erzähl doch mal, warum bist du denn von zu Hause so früh abgehauen? Jetzt pass mal auf, Detlef! Wenn ich hier nicht frei reden darf, wie ich will, dann sage ich gar nichts mehr. Basta. Oh, bist du schon drauf auf deiner Laterne? Gut. So, Kinder, jetzt pass mal auf hier. Könnt ihr da hinten mal ruhig sein? Danke. So, jetzt pass mal auf, Kinder. Also, da gibt es so einen Kanal, sagt man doch heute so. Kanal auf YouTube, diesem Internet. Das ist Neuland für mich. Und den abonniert ihr jetzt schön, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Das hat der Kaiser auch früher gemacht, wenn es ihm gefallen hat. Hat einen Daumen nach oben gegeben. Schaut natürlich noch die anderen Videos an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, ich meine, ich bleibe hier sitzen. Ich weiß nicht, schaltet wieder ein und jetzt könnt ihr auch abschalten. Wiederhören.